So. Mach mal lieber nochmal rein. Wer weiß, was noch kommt. Ein Feuerheiler. So, das dürfte alles gewesen sein. Hallo, ich bin einer der drei Jahren, nicht süßeste. Durch diesen Tunnel gegangen zum Gipfel. Jetzt habe ich euch alle drei gesehen, gefunden. Jetzt sind wir nämlich wieder unten. Und damit kommen wir wieder ganz nach oben. Genau, also sozusagen eine Item-Passage nach unten wäre das andere. Hätten wir zwar auch nehmen können, wenn wir runter. Egal. Komm, los geht's. Aber warte, anderes Pokémon noch. So, Marikek brauchen wir unbedingt jetzt. Und wir haben schon lange nicht mehr gespeichert. Müssen wir auch unbedingt mal wieder machen. Ja, wie gesagt, auch wenn die Aufnahme abbricht oder so, irgendetwas, ich brauche immer irgendwie Backups. Ich möchte es mir einfach sicherer machen. Hi, ich bin's, Kiave. Zusammen mit meinen Knogger halte ich den traditionellen Tanz der Alola-Region in Ehren. Also, meine Prüfung, weißt du, damit verhält es sich ein klein wenig anders als mit den anderen Prüfungen. Aber du möchtest dich ihr natürlich trotzdem stellen, stimmt's oder habe ich recht? Unbedingt. Die Prüfung beginnt. Meine Prüfung erfordert vor allem eines, eine gute Beobachtungsgabe. Du sollst mir nämlich sagen, worin sich die zwei Tänze jeweils unterscheiden. Schön, möge meine Prüfung beginnen. Präge dir diese Tanzpose gut ein. Okay, Stab in links hoch, vorne und links hoch und rechts hoch. Dann der Mitte. Und was ist anders als beim vorherigen Tanz? Der Knocker in der Mitte. Na, sowas. Das hast du gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Knogger. Ein wildes Knogger erscheint. Welches Level sind die eigentlich? 18, okay. Alles easy. Flupstrahl. Und Level 25. Finte. Anwender nähert sich mit Unschuldsmine dem Ziel und schlägt zu. Sobald dieses unachtsam wird, ein Treffer ist gewiss. 60. Finde bis umgeht besser. Wer erlernt Knirscher? Ach guck. Wow, Knirscher stärker. Die Verteidigung. Auf jeden Fall. Das Knogger war außer sich vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Es hat dich vor lauter Freude sogar angegriffen. Ach, wie nett. Und weiter geht's, Tanz Nummer 2. Präge dir diese Tanzpose gut ein. Okay. Wanderer, Knogger, Knogger, Knogger. Okay. Und, was ist anders als beim vorigen Tanz?
Blickrichtung. Na, sowas. Das hast du gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Wanderer. Alola! Sehr strange, das Ganze. Wanderer Gareth. Oder Gareth, wie es Kronk sagen würde. In seinem FIFA-Let's Play. Ja, das ist eine dumme Wahl, dein Magma. Komm, ich lösche mal die Flammen. Tschüssi! Der Wanderer war außer sich vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Er hat vor Freude sogar angegriffen. Krass, gell? Kommen wir nun zum letzten Tanz. Okay, präge diese Tanzpose gut ein. Einer, der Fotos macht und alle anderen stehen eigentlich genau gleich. Und was ist anders als beim vorigen Bild? Das Herrscher-Pokémon? Na sowas, du hast, das hast du gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Und dein Auftritt, Herrscher-Pokémon. Knogger, Herrscher greift an. Seine Image steigt stark. Und ist wahrscheinlich Level 22. Ich bin so gut. Das war aber eigentlich nur geraten, muss ich ehrlich sagen. Das war wirklich nur geraten, aber... Ich bin einfach gut. Ach nö, Scanner. Das hat er gut gemacht. Die Attacke geht jetzt sowas von daneben. Und ich habe keine Zeitattacke mehr. Sonst gerne bringt nichts bei Zeitattacken, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Hä? Zeitattacken können mit Scanner nicht abgewehrt werden. Brutal, okay. Oh, Amphira holt er sich. Krass. Blubstrahl auf Knogger. Und Knogger schon mal down. So, jetzt brauche ich erstmal einen Supertrank. Nein. Und jetzt löschen wir mal Amphira. Und down. Knoggerherrscher wurde besiegt. Wow, großartig, absolut großartig. Unglaublich, wie dir die feinen Unterschiede von Tanz zu Tanz aufgefallen sind. In Klammer fein, haha, sehr witzig. Und noch unglaublicher ist, wie du das mächtige Herrscher-Pokémon des Vulkans besiegt hast. Zur Feier des Tages möchte ich dir nun ein Pyrium Z überreichen. Es wurde vom Herrscher-Pokémon bewacht.
Prüfung bestanden. Und so geht die Pose für die Z-Kraft vom Typ Feuer. Euch vielen Dank, liebe Knogger. Wenn du Pokémon begegnest, mit denen du dich anfreunden möchtest, benutze die hier. Flottball, oh, danke. Aber das ist noch nicht alles. Ab sofort kannst du auch Glurak ganz einfach per Pokémobilfunk herbeirufen und so flugs an Orte gelangen, die du bereits besucht hast. Yeah, Pokémobil, also fliegen sozusagen. Sehr schön. Steige den Berg hinab und zeige das Pyrium Z der Prüfungshelferin vor der Barriere. Wir setzen nun unseren Tanz fort. So lange, bis wir herausgefunden haben, was es mit der ominösen Z-Kraft auf sich hat, die Menschen und Pokémon in Alola verbindet. Boah, ich hoffe ja so sehr. Nee, brauche ich nicht mehr. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe ja so sehr, dass im neuen Pokémon-Spiel für die Nintendo Switch, dass es, wenn es ein richtiges Pokémon-Spiel ist, also ein vollwertiges, aber ich glaube nicht, dass sie nächstes Jahr mit einem neuen Handheld rauskommen, wo sie dann ein neues Pokémon drauf machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe, dass es wieder normale Arenen gibt und so weiter. Dass alles wieder normal ist. Und ich hoffe eigentlich auch auf gar keine neue Generation, muss ich sagen. Ich finde, es ist irgendwie schon viel zu schnell. Man kann sich gar nicht richtig auf die Pokémon, mit den Pokémon befassen, weil ständig was Neues dazukommt. Und auch neue Ideen. Ich hoffe zum Beispiel, dass die Z-Kraft, dass die total wieder aus dem Fokus gelangt im nächsten Pokémon-Spiel. Also wirklich, dass die's in dem Spiel am besten gar nicht gibt. Ich hoffe so sehr, ich denke schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Megasteine und eine Z-Kraft reinmachen, weil... Ja, also entweder machen sie es rein, aber dann kann man es im Competitive, also im Online-Modus, Turniere und so weiter nicht verwenden, beides. Ich glaube, Megasteine darf man ja verwenden, aber ich glaube... Also Z-Stein, weiß nicht. Ich bin nicht... Also wie gesagt, ich habe euch ja schon mal erzählt, ich mag den... Z-Stein überhaupt nicht. Und wenn ich sage überhaupt nicht, meine ich wirklich überhaupt nicht. Ich mag die Z-Kraft gar nicht. Ich hätte mir es besser gefunden, wenn sie ein bisschen die Mega-Entwicklung erweitert hätten. Und, oh, Vorsicht, nicht da reinlaufen, sonst kriege ich ein neues Pokémon. Oh, ich brauche wieder einen neuen. Scheiße, Schutz. Wie gesagt, ich hätte es besser gefunden, wenn sie hergegangen wären und die Mega-Entwicklung erweitert hätten. Aber, und keine Ahnung, die Zygarde, das passt ja alles mit den Zellen und so weiter, was sie gemacht haben. Mit den Prüfungen finde ich es auch nicht toll, sind viel zu einfach und so weiter, aber gut, mal was anderes, wie auch immer. Aber gerade die Z-Kraft, ich finde es blöd, man hätte wirklich die Mega-Entwicklung erweitern können. Mit neuen Pokémon, mit neuen Mega-Entwicklungen und. Und auch die Ultra-Bestien finde ich total unnötig im Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht bin ich der Einzige, der das sagt, aber hey, ich finde da, also allgemein bei Pokémon Sonne finde ich eigentlich die ganzen Neuerungen Schwachsinn. Es macht keinen Sinn. Die Zeitattacken brauchen genauso viel einen Item-Slot wie die Megasteine. Und wieso was Neues wieder erfinden? Eine Attacke, die dann noch stärker ist. Vor allem bei den Z-Attacken ist es halt blöd. Eine Attacke, die sehr effektiv ist, die kann verdammt stark werden. Immer in dem Sinne gerade eben war es schwach, weil der Scanner hatte, glaube ich, ein bisschen blockiert. Ansonsten wäre das Pokémon auch down gewesen. Das Knogger, das Herrscher-Pokémon. Aber wie gesagt, ich finde es nicht gut. Da fände ich es wirklich besser mit einer Mega-Entwicklung. Ich fand schon damals die Mega-Entwicklung fand ich ein bisschen blöd. Aber die finde ich jetzt dann noch besser, weil... Ja, es ist cool, was für verschiedene Versionen es dann von den Pokémon noch gibt. Aber die Z-Kraft, ich hoffe wirklich... Wenn es ein vollwertiges, richtiges Pokémon-Spiel wird, was ich hoffe auf eine Nintendo Switch, dass es, wenn es sein muss, eine neue Generation gibt, aber bitte wieder mit richtigen Arenen, ohne die Z-Kraft, wieder mit mehr Megasteinen, ja, sowas halt. Und eine gescheite Insel, wo man nicht von Insel, eine gescheite ja, Welt, nicht wo man von Insel zu Insel reist. Oh, wer ist das? Oh, du hast Kiaves Prüfung bestanden. Das heißt, du kannst jetzt Glurak als Pokémon benutzen.
Dann erkläre ich dir jetzt mal, wie du an einen Ort gelangst, an dem du mit dem Pokémon aus deinen PC-Boxen spielen kannst. Aufgepasst! Öffne mit dem X-Knopf das Menü, berühre Pokémon Resort und los geht's! Ich freue mich schon auf deinen Besuch! Ach stimmt, das gibt's jetzt auch. Und ich würde mal sagen, schauen wir uns das auch gleich an. Schön, dich wiederzusehen und willkommen im Pokémon Resort, einem Archipel exklusiv für Pokémon. Mein Name ist übrigens Moon und ich bin der Verwalter des Pokémon Resorts. Und du bist? Aha, Nikki heißt du also. Okidoki, freut mich, dich kennenzulernen. Pokémon, die du in den PC-Boxen abgelegt hast, können sich hier jederzeit frei vergnügen. Noch besteht das Resort nur aus einer einzigen kleinen Insel, aber mit deiner Hilfe könnte sich das im Handumdrehen ändern. Ich schlage also vor, wir starten gleich durch. Würdest du bitte die Pokébohne aufheben, die du da auf dem Boden liegen siehst? Pokémon lieben Pokébohnen. Sie stecken voller Nährstoffe und schmecken unglaublich gut. Sie wachsen auf dem Pokébohnenbaum in der Mitte der Insel. Die Pokébohne, die du eben aufgesammelt hast, ist eine Standard-Pokébohne. Daneben gibt es noch Muster-Pokébohnen und die sehr seltenen Regenbogen-Pokébohnen. Aber bevor ich dich mit Erklärungen langweile, schüttle doch einfach mal kräftig den Baum. Der Lerneffekt ist größer, wenn du es selbst ausprobierst. Nochmal zum Mitschreiben, schüttle erst den Baum und lies danach die Pokébohnen auf, die herabgefallen sind. Kinderleicht, oder? Dein Ziel sollte es sein, jeden Tag frische Bohnen ernten zu können. Sollte mal keine neuen Pokébohnen vom Baum fallen, musst du einfach einen Tag warten. Und jetzt lege die Pokébohnen, die du aufgelesen hast, bitte in die Bohnenkiste. Dann können die Pokémon sich jederzeit daran bedienen, wenn sie Hunger bekommen. Gute Arbeit, du hast die Bohnenkiste gefunden. Wenn du darin Pokébohnen ablegst, bereitest du den Pokémon damit eine riesige Freude. Manchmal besuchen übrigens auch wilde Pokémon die Wohlfühlinsel und naschen von den Pokébohnen in der Bohnenkiste. Alter, so viel Poké und so viel Bohnen. Übrigens, je seltener eine Pokébohne ist, desto länger hält ihre Wirkung an. Merkt ihr das? Aber zuerst solltest du versuchen, die Bohnenkiste bis an den Rand zu füllen. Wenn du mich brauchst, kannst du mich jederzeit in meinem Hausfloß besuchen. Nochmal willkommen, das ist mein Hausfloß. Für andere mag es noch nichts Besonderes aussehen, aber für mich ist es wie ein kleines Schloss. Ich habe es selbst gebaut und lebe darin. Seit ich mich dazu entschlossen habe, diese unbewohnten Inseln in ein Pokémon-Resort zu verwandeln. Hier habe ich alles, was ich für die Verwaltung meines kleinen Archipels brauche. Übrigens, wenn ich schon mal einen so talentierten Trainer wie dich hier habe. Ich würde dich gerne um etwas bitten, Nikki. Wie du siehst, steckt mein Pokémon-Resort noch in den Kinderschuhen. Wäre es ein Pokémon, dann wäre es gerade erst aus einem Ei geschlüpft und noch auf Level 1. Und hier würdest du ins Spiel kommen. Bitte hilf mir doch mit deinen Pokémon dabei, diesen Ort auszubauen. Das Resort auszubauen bedeutet entweder eine neue Insel zu erschließen oder eine bestehende Insel zu erweitern. Dafür brauche ich aber die Hilfe der Pokémon, die sich in deinen PC-Boxen befinden. Ach ja, und als Belohnung für ihre Hilfe benötigen wir natürlich auch ein paar Standard-Pokébohnen. Okidoki, das wäre genug der Erklärung. Wenn du mir beim Ausbau des Resorts helfen willst, kannst du mich jederzeit in meinem Hausfloß besuchen kommen. Und nicht vergessen, mein Name ist Moon, der Verwalter des Pokémon Resorts. Okay, Pokémon Resort, ja, da kann man verschiedenes Zeug machen. Da sammeln sich alle Pokémon, die in den Pokéboxen sind. Auf dem Baum fallen dann immer spezielle Bohnen runter.
So, bitte wähle, wie viele Pokébohnen du in der Bohnenkiste ablegen willst. So, jetzt kann ich verschiedene Bohnen da ablegen. Und in dem Fall ist die Pokébohnen-Wirkdauer jetzt 6 Stunden und 40 Minuten. Super, vielen Dank. Da kommt doch Freude auf. Es ist leichter geworden, wilde Pokémon anzulocken. Auf jeden Fall. Ja, so viel dazu. So, jetzt kann man zu ihm gehen. Zum einen kann man die Insel ausbauen. Du hast dich also dazu entschlossen, mir beim Ausbau des Resorts zu helfen. Vielen Dank. Okidoki, ich kann das Pokémon-Resort bis zu 4 Inseln erweitern. Maximal kann es also aus 5 Inseln bestehen. Für den Ausbau der einzelnen Inseln benötige ich unterschiedlich viele Pokémon aus deinen PT-Boxen und Standard-Pokémon. Was du brauchst, um eine Insel auszubauen, findest du auf der Infoseite der jeweiligen Insel unter Benötigt. Okay, so. So, hier haben wir dann die Insel. Und ich bräuchte 15 Pokémon und 30 Pokémon. Und würde dann Wohlfühlinsel Level 2 bekommen. Baue die Wohlfühlinsel aus, damit sie für Pokémon noch attraktiver wird und du dort mehr Pokémon ernten kannst. Pokémon kann man tauschen. Neben der Standard-Pokémon gibt es auch noch die Musterbohnen und die Regenbogen. Ja. Bla bla bla. Das ist alles uninteressant. Und im Endeffekt ist es so, er will uns die teuren Bohnen tauschen. Also er gibt uns die Standardbohnen und wir geben ihm die speziellen. Finde ich aber keinen guten Tausch, deswegen macht also wenig Sinn. Gibt es noch andere Inseln? Bäreninsel, eine Insel, auf der Pokémon Bären anbauen können. Zu Beginn bietet sie Platz, um bis zu 6 Bären anzubauen. Das gibt es noch. Eine Insel, auf der Pokémon ein ausgedehntes Höhlensystem erkunden können. Dort gibt es allerlei Items zu finden. Eine Insel, auf der Pokémon Sport treiben können. Zu Beginn kannst du bis zu 6 Pokémon dorthin einladen. Sparinsel, eine Insel, auf der Pokémon sich in heißen Quellen entspannen können. Zu Beginn kannst du bis zu 6 Pokémon lagern. Und die Sparinsel ist, glaube ich, auch für Eier. Da kannst du, glaube ich, auch Eier ausbrüten, soweit ich weiß. Also zum Eier ausbrüten ist das. Das ist die Standardinsel. Da kann man Bären anpflanzen und das ist die Abenteuerinsel. Im Endeffekt möchte ich die Bäreninsel als erstes haben. Da fehlen uns jetzt noch 7 Pokémon. Kann gut sein, dass ich die einfach mal sammle oder sowas nebenher. Das hat ja dann mit unserem Let's Play groß nichts zu tun. Ja, einfach so irgendwelche Pokémon, dann können wahrscheinlich auch die gleichen sein, kein Plan. Einfach irgendwie Pokémon, damit wir das ausbauen können. Genau, damit wir es nutzen können. Das Einzige, was ich mich noch informieren muss, ich habe mal gehört und ich bin mir nicht sicher, dass die Pokémon auch auf diesen Inseln leveln können. Da muss ich mich nochmal informieren, weil ich habe jetzt gerade schon Events in meiner Pokébox. Pokémon boxen und ich habe keinen Bock, dass die Erfahrung bekommen bzw. leveln. Das darf nicht passieren. Muss ich mir mal informieren, weil wenn es passiert, dann darf ich das nicht nutzen hier. Aber ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir uns das mal so grob angeschaut. Pokémon werden, glaube ich, zutraulicher. Pokémon-Wirkungsdauer, genau, verstehe ich nicht. Ansonsten googelt einfach mal. Das gab es ja bei Pokémon Sonne und Pokémon Mond auch schon. Googelt einfach. Und da bekommt ihr dann wahrscheinlich noch eine bessere Erklärung, weil ich habe so gut wie nicht genutzt. Ich habe zwar alles ausgebaut später, aber nachdem das Let's Play dann zu Ende war, habe ich es auch... Ich habe, wie gesagt, Pokémon Sonne, nachdem ich das Let's Play zu Ende war, nie wieder angefasst. Nie wieder. Doch, einmal ganz kurz. Stimmt, einmal habe ich es angefasst. Und zwar, was habe ich gemacht? Ich habe mir ein Event oder sowas geholt. So, solche Sachen halt. Aber nur, wenn ich wusste, okay, da gibt es ein Event, aber sonst nicht.